Also ich bin ja geboren, wo der Cosimo Ricci eigentlich aus der Schweiz wieder ausgewandert ist, beziehungsweise der Herzinfarkt ihn gezwungen hat, in Italien zu bleiben. Das sind Geschichten, wie ich sie dann als Kind erlebt habe in meinem Umfeld. Saisonniers, Leute, die gekommen sind, die wieder gegangen sind. Migranten, die im Quartier plötzlich neu dazugestoßen sind. Andere ganze Familien, die von heute auf morgen wieder weg waren. Wo die italienische Migration in den 50er, 60er Jahren kam, ist ja von allen als provisorisch angeschaut worden. Also von italienischer Seite, von schweizerischer Seite. Man hat gar nicht etwas gebraucht, das die Integration fördert. Weil die Leute wären ja irgendwann wieder zurückgegangen. Also, wer die 70er Jahre erlebt hat, ich habe im Quartier, wo ich aufgewachsen bin, mag ich mich erinnern, bevor ich im Kindergarten gekommen bin, sind alle meine Kollegen aus meiner Kindheit zurückgekehrt auf Italien. Also es ist etwas ganz Konkretes gewesen. Es ist eine ganze Generation, die das effektiv dann auch gemacht hat, zurück nach Italien zu kehren. Bei mir ist es so, dass sowohl Großeltern mütterlicher als väterlicherseits schon migriert sind in die Schweiz. Und dass sich meine Eltern, obwohl sie aus der gleichen Region kommen, hier in der Schweiz haben lernen kennen und dort Familie gegründet haben. Und das hat das Schicksal dann so gewählt, dass mein Großvater an der Folge von einem Arbeitsunfall in den 60er Jahren hier gestorben ist. Und von dem her ist die Perspektive von einem Zurückkehren, vor allem für die Familie von meiner Mutter, für meine Großmutter, eigentlich keine Perspektive mehr gewesen. Sie ist dann also alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, hat sie die hier in der Schweiz durchgebracht und für sie ist eigentlich Perspektive nicht mehr gesehen, dass sie hier bleiben wird. Josef Roth schreibt irgendwo in einem Buch, für mich ganz wichtiger Satz, Heimat ist dort, wo deine Alten begraben sind. Ich mag mich erinnern, als gläubige Katholiker ist der Friedhofbesuch ganz etwas Wichtiges gewesen. Und da hat man ja in den 60er, 70er, 80er Jahren, als ich noch ein Bub war, hat man den Friedhofbesuch nicht wirklich können machen, beziehungsweise es wenig Sinn gemacht, weil auf dem Friedhof hier in der Schweiz, dann in Gerlofingen, sind ja praktisch keine Verwandten und auch keine Italiener begraben gewesen. Beziehungsweise, ich weiss es heute noch, weil meine Großmutter hat die Besuche trotzdem gemacht, sind genau zwei Italiener begraben gewesen. Ein ungeborenes Kind, also ein totgeborenes Kind, und eine Frau, die Selbstmord gemacht hat. Es sind immer die beiden Gräber besuchen, weil es die einzigen beiden waren, die es irgendwie eine Beziehung hatten. Und dann in der Sommerferien, wenn man nach Italien gefahren ist, dann ist man in vier, fünf, sechs Gemeinden auf einem Friedhof, weil überall noch eine Großtante, ein Urgroßvater oder wer auch immer begraben ist. Und in der Zwischenzeit eben dort sieht man wieder die Integration, wo vorgelaufen ist, wo vorwärts gemacht hat. Heute kann ich inzwischen auf Gerlofingen in den Friedhof und ich habe zwei Großmütter, die dort begraben sind.